Es ist wieder soweit. Heute nehme ich euch mit im Schutz der Dunkelheit, um böse Kreaturen zu jagen, neue Orte zu entdecken und uns allmählich an die Spitze der Menschheit zu katapultieren. Es wird Zeit, allen zu zeigen, wie überlegen wir sind. Und das alles in dem Spiel Rye Rising. Naja gut, zuerst müssen wir uns noch entscheiden, wie wir aussehen wollen, ein paar Körpermerkmale festlegen, aber dann können wir rein. Wir starten, wie in solchen Spielen üblich, in Finsternis und nahezu komplett nackt. Aus dem Sarg befreit, können wir dann den Friedhof erkunden und dort die ein oder andere nützliche Gegenstände finden. Vielleicht sollte ich auch am Anfang gleich erklären, wie das Spiel funktioniert. Wir haben, je nachdem, was wir für eine Waffe ausgerüstet haben, unterschiedliche Angriffsfähigkeiten. Je nach Material macht sie unterschiedlich viel Schaden und wir haben natürlich Fähigkeiten. Am Anfang haben wir nur diesen Dash, aber das wird später noch mehr und komplizierter. Und der eine oder andere wird sich denken, was jetzt noch kommt, und zwar die Level. Wir können nicht aufleveln. Unser Level hängt immer von den Gegenständen ab, die wir gerade tragen. Das heißt, wenn wir eine Rüstung mit Level 15 haben und ein Schwert mit Level 2, sind wir insgesamt Level 17. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, etwas neu und dem einen oder anderen wird das wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Da schließe ich mich tatsächlich auch an. Es wäre schön, wenn wir irgendwie Erfahrungspunkte bekommen würden für irgendwas. Es muss nicht unbedingt fürs Level sein. Na gut, so viel zum Spielsystem. Wir haben uns mal die erste Waffe gebaut und das ist das Knochenschwert und schon sind wir auf Level 3. Und die Skelette machen jetzt noch weniger Schaden bzw. halten noch weniger aus. Die machen immer noch denselben Schaden, aber sie halten weniger aus. Eine Ratte für später noch eingepackt, geht's weiter für uns ins nächste Gebiet. Wir dürfen uns jetzt aussuchen, an welchen Netzwerkplätze wir starten, ob links oder rechts. Es wird, glaube ich, nicht viel Unterschied machen. Ich habe rechts noch nicht gestartet, deswegen weiß ich nicht genau. Unser erstes Ziel ist dieser düstere Wald hier. Diesen Wald müssen wir jetzt erstmal erkunden und bevor wir da hingehen, müssen wir uns erstmal zwei Rüstungsteile machen. Diese Rüstung angelegt und in der richtigen Farbe markiert, können wir dann losgehen und unsere Reise beginnen. Fast hätte ich aber tatsächlich noch was vergessen. Haben wir eine Kreatur kurz vor Tod geschlagen, können wir das Blut von ihm trinken und so unsere Blutgruppe bestimmen bzw. die Blutqualität. Je nach Tier und Blutqualität können wir dann weitere Boni erhalten, wie zum Beispiel Bewegungstempo, Attack Speed oder Lifesteal. Wir haben hier einen Wolf der Klasse Kreatur getötet. Wir könnten auch Bären oder Wölfe töten, die wären auch alles Kreaturen. Menschen würden nicht reinzählen. Die Qualität erhöht sich nicht mit öfterem Fressen oder Trinken. Nein, es wird einfach der letzte Wert genommen. Also ist der letzte Wert 8%, hast du 8%, hast du vorher 2% gehabt, hast du trotzdem 8%, hast du vorher 20% gehabt, hast du trotzdem 8% der Blutqualität. Naja, noch schnell eine Axt und eine Keule gebaut, um hier Holz und Stein besser abfarmen zu können. Denn wir brauchen ja doch irgendwie sowas wie eine Heimat. Auf dem Weg, einen geeigneten Platz zu finden, komme ich an diesem Banditenlager vorbei und ich kann nicht widerstehen zu gucken, was die so können. Mit meiner Fernkampffähigkeit eröffne ich den Kampf, aber diese Bogenschützen scheinen nicht dieses Problem zu werden. Die Vorhut schnell niedergemetzelt, geht's dann an die Bogenschützen, die mittlerweile zu dritt sind. Aber auch die sind kein Problem für mich und so werden die schnell niedergemacht. Beim letzten Bogenschütze kommt allerdings doch ein kleines Problem auf, womit ich so früh nicht gerechnet habe. Ja, die Sonne ist nicht nur der Erzfeind aller Gamer, nein, auch für Vampire ist sie nicht unbedingt gut. Und so fangen wir an zu brennen, wenn wir den Schatten verlassen. Dies ist aber erstmal nur halb so wild, kleine Distanzen sind kein Problem, erst wenn wir eine längere Zeit in der Sonne bleiben, fangen wir leicht an zu kokeln. Du
trotz der Sonne kommen wir am Ziel meiner Begierde an. Und zwar hier diese schöne Berggipfel, Festung, Ruine. Gedöns. Ich weiß nicht, was das sein soll. Diesen Berg beanspruchen wir dann aber erstmal für uns und fangen an, wieder etwas abzufahren. Trotz der Sonne entschied ich mich doch, ein paar Böden zu setzen und ein paar Mauern zu ziehen. Naja, so viel wie die Sonne mir halt zuließ. Aber ich hatte Glück, nach dem Bau von ein paar Särgen bzw. einem kleinen Feuerchen ging die Sonne dann natürlich unter und wir konnten die Nacht wieder zum Tag machen. Obwohl das Housing in dem Spiel tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle hat, da hier Fabriken gebaut werden müssen, um weitere Gegenstände zu veredeln oder bessere Waffen herzustellen, werde ich es in diesem Video hoffentlich nicht so breit treten. Aber es sei gesagt, wir kommen immer wieder hierher, haben dann in den Fabrikgebäuden Holz zu Brettern, Stein zu Lehm und so weiter, um aus diesen Materialien dann bessere Waffen zu machen. Bessere Waffen heißt dann natürlich wieder höheres Level heißt mehr Schaden und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ziel des Spieles ist es hier natürlich auch wie in jedem anderen Spiel eigentlich auch, Bosse zu erledigen. Wir haben hier die ersten Bosse, beziehungsweise den ersten Boss, einen Wolf und dann ein Steinmetz. Wir können immer wählen, zu welchem wir gehen wollen, dann wird uns mit Blut diese Linie gezeigt und wir können ihn dann besiegen oder herausfordern, sagen wir herausfordern. Und leider Gottes ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe eine kleine Pause gemacht und habe dann OBS vergessen zu starten. Deswegen ist der ganze Fight vom ersten Boss ungefähr so. I feel stronger. Na gut, der erste Boss, der kommt bestimmt nochmal. Wir gehen direkt zum zweiten Boss und der befindet sich hier in diesem Minenkonstrukt. Natürlich gut bewacht von Schurken, Arbeitern und ähnliches. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Bosse sehr, sehr einfach. Da finde ich den Weg dahin manchmal deutlich schwieriger, da es in engen Räumen mit vielen Leuten sehr schwer ist, die Übersicht zu behalten, also beziehungsweise den Raum zum Ausweichen im Blick zu halten. Und naja, so kommen wir auf dem Weg zum zweiten Boss. Vielleicht das erste Mal um. Na gut, wir verlieren nur die Sachen, die wir bei uns tragen. Also können wir schnell wieder dahin. Wir teleportieren uns zum nächsten Vampirportal. Und von dort aus geht's dann zurück. Auf dem Weg dahin sehe ich aber noch schnell einen Barbaren mit 90% Qualitätsbonus. Den muss ich mir erstmal einverleihen, auch wenn ich darauf sterbe. Obwohl wir gestorben sind, behalten wir einfach diesen Bonus dieses Blutes. Also zu 100% Wurf. Zurück in der Mine angekommen, müssen wir erstmal unser Zeug wiederholen und fangen dann an, die ganze Mine auszulöschen. Mit den neuen Buffs funktioniert das auch überraschend gut. Und mit den Kenntnissen, welche Fähigkeiten die Gegner haben, ja, ist das eigentlich nur eine Sache von ein paar Minuten. Im Bossraum angekommen, gucken wir, dass wir erst die Lakaien von dem machen, ohne ihn zu triggern. Und danach werden wir hoffentlich ganz alleine gegen ihn kämpfen können. Dies funktioniert auch relativ gut und wir können mit unserem ersten Zauber den Angriff beginnen. Die Angriffsmuster von ihm sind weder abwechslungsreich noch irgendwie vielzählig. Allerdings kann er wieder neue Verbündete holen, die gehen wahrscheinlich am meisten auf den Nerv. Nach einer gewissen Zeit droppt der Boss solche Blutkugeln, die uns nochmal heilen, die wir hier aber eher weniger brauchen. Und ein wenig später können wir ihn mit ein paar Schwerthieben noch erledigen und sein Blut extrahieren. New knowledge acquired. Diese Bosse sind immer sehr praktisch, denn wir schalten nicht nur neue Technologien durch sie frei, nein, auch neue Zauber, die wir dann früher oder später anwenden können. Ach ja, und wisst ihr noch den Bossfight, den ihr nicht mitbekommen habt, weil da die Aufnahme defekt war?
Wir konnten dadurch uns in einen Wolf verwandeln und dadurch können wir schneller um die Welt reisen. Hab ich euch nicht auch erzählt, dass wir den relativ schnell wiederfinden? Ja, hier haben wir ihn. Er ist zwischen dem zweiten und dritten Boss ist er direkt wieder aufgetaucht. Und ich habe zwar jetzt schon den nächsten Boss gemacht, aber das Level ist genau dasselbe, was ich hatte, wie als ich ihn das erste Mal gemacht habe, weil ich habe ja erst den Wolf gemacht, dann den zweiten Boss und jetzt auf dem Weg zum dritten kommt er halt noch einmal. Der einzige Vorteil, der hier wirklich extrem ist, ist, dass die Banditen mir helfen, den Boss zu erlegen. Und das ist tatsächlich in vielen Situationen so, was ich echt witzig finde, dass die Monster sich gegenseitig platt machen. Na gut, jetzt aber zurück zu dem eigentlichen Ziel. Wir laufen hier erstmal quer durchs Lager, um die ganzen kleinen Vasallen anzulocken und diese von dem großen Boss zu trennen. Haben wir die kleinen Vasallen dann erledigt, können wir uns ganz in Ruhe dem Boss widmen. Ich habe aber tatsächlich komplett unterschätzt, wie viel Schaden diese kleinen Vasallen machen werden. Na gut, für den Boss wird es noch reichen. Der Boss hier hat allerdings einen Nachteil, den ich beim letzten Boss nicht hatte. Gut, andererseits hatte ich auch einen Vorteil im Gegensatz zum Boss, den ich das letzte Mal gemacht habe. Wir haben ein neues Geschoss. Dieses Geschoss gibt Brennen. Das heißt, wir haben jetzt Damage over Time. Der Nachteil ist, es ist ein Fernkämpfer. Mein Schwert wird da nicht sonderlich viel Schaden machen. Na gut, lange war der Kampf dann am Ende zwar, aber alles andere als schwer. Auch wenn seine letzte Attacke nochmal ordentlich genervt hat. Und mit diesem Sieg fehlt uns nur noch ein einziger Boss für die Level 20 Chronik. Auf dem Weg zum vierten Boss ist dann aber was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Mein Inventar war voll. Also mussten wir da doch noch einen ganz kleinen Boxenstopp daheim einlegen. Daheim angekommen war mein Boxenstopp dann doch etwas länger als erwartet, denn wir haben ja neue Rüstungen, neue Werkbänke und die wollte ich jetzt erstmal alles ausprobieren. Aber wenn wir gerade sowieso dabei sind, können wir über das Bausystem nochmal was sagen. Ich finde das Bausystem echt easy, schön dargestellt, alles super cool und es macht echt Spaß, seine Basis so auszubauen, dass es am Ende ein riesiges Schloss werden soll. Die Maschinen machen Sinn, aber ja gut, das müsst ihr eigentlich selber herausfinden. Ich finde es aber sehr schön, dass es hier nicht so wirkt, als wäre es nervig, sondern ein Teil des Spiels. Na auf aber jetzt, ich habe Blut geleckt. Auf zur Frostbogenschützen, auch wenn ich überhaupt gar keinen Bock habe, wieder gegen eine Bogenschützen zu kämpfen. Auf dem Weg dahin bin ich noch schnell diesem Golem hier begegnet und ich wollte mal wissen, wie viel Schaden ich ihm mache. Und ich habe mich dann doch sehr schnell dafür entschlossen, ganz andere Wege einzugehen, ganz, ganz andere Wege. Zwischenzeitlich wollte ich die Vorräte von meinem exzessiven Bauen wieder auffüllen, bis ich gemerkt habe, dass das hier das Lager von unserem Zielobjekt ist. Gerade als ich an der anderen Ecke die ganzen Kleinvieh wegmachen wollte, kamen die einfach zu Hilfe und ich war mitten im Bossfight. Allerdings muss ich sagen, finde ich hier sehr, sehr extrem, wie viel Schaden ich dann doch auf einmal gemacht habe, obwohl ich nur einmal ganz kurz daheim war, um mir neue Waffen herzustellen. Aber hier, es freut mich im Endeffekt. So ging der Kampf nicht ganz so lange. Dachte ich zumindest. Allerdings dachte der Bär dann, er würde gern mitspielen. Und so war das auf einmal ein Triple Trap Match. Mein Glück war nur, dass die Bogenschützen dann auf den Bären gezielt hat, der Bär dann auf den Bogenschützen und ich auch auf den Bogenschützen. Nur ich habe halt gewonnen. Das war halt mein Vorteil. Naja gut, das Loot vom ganzen Dorf, plus das Loot vom Bären, plus das Extracten von ihr. Ich glaube, ich bin zufrieden.
Da jetzt aber dann doch die Sonne aufgegangen ist, dachte ich mir, ich ziehe mich mal kurz zurück und gucke mal, was die nächsten Bosse so machen, beziehungsweise was für Fähigkeiten ich habe, die jetzt neu dazugekommen sind seit den letzten drei Bossen. Auch wenn ich hier was ausgebe, finde ich das jetzt eher uninteressant und wir gehen dann doch ziemlich schnell Richtung Heimat. Ich bin ja jetzt dann doch von Level 20 durch die ganze Knochenausrüstung, habe aber im Lager wieder gemerkt, dass es auch noch weitergeht. Ich habe jetzt die Kupferausrüstung freigeschalten, sowie das ein oder andere neue Rüstungsteil. Dafür brauchen wir aber Kupfererz und das finden wir weiter weg. Also da wird sich dann der Zukunftszom drum kümmern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr noch mehr sehen wollt und eine Bewertung. Und dann bis denn. Tschüssi.